Ja, Heimrennen für das Team Rutronic Racing. Ja, viele Leute, viele Gäste am Wochenende, viele Partner natürlich auch. Also es ist auch wichtig, dass wir vielleicht einmal auf dem Podium stehen, Samstag oder Sonntag. Pressure, frosting, on the edge of taking everything. Life is a game, I'm gonna win it. See me burning through the atmosphere. I'm born to win. Also wir kennen alle die Strecke sehr gut. Letztes Jahr hat ja auch Corvette mit Marvin dort einen Sieg gefeiert. Also das Auto ist gut. Jetzt haben wir leider ein bisschen mehr Gewicht reinbekommen ins Auto. Also vielleicht ist es jetzt nicht ganz so stark wie letztes Jahr, aber ich denke, wir haben trotzdem gute Karten, weil einfach von der Charakteristik die Strecke uns ziemlich gut liegt. Ja, Hockenheim ist natürlich eine Strecke, die immer guten Racing gibt. Ich war letztes Jahr sehr erfolgreich mit meinem Bruder zusammen und ich hoffe, dass wir das vielleicht wiederholen können. Das Team ist sehr gut aufgestellt. Wir haben ja, viele Nächte gearbeitet an der Performance. Ja, guter Beginn. Man muss dazu sagen, wir haben neue Reifen heute Morgen gehabt. Sicherlich noch einige andere, aber auch einige andere eben nicht, die eventuell jetzt im zweiten Training die neuen gefahren werden, durch die rote Flagge dann wahrscheinlich nicht gefahren sind. Von daher muss man es ein bisschen in Relation sehen. Ist trotzdem schön, Auto funktioniert gut. Dennoch glaube ich, dass Qualifying hier morgen und Sonntag sehr, sehr eng werden wird. Für morgen kann ich keine Prognose geben, da müssen wir Max fragen, was er denkt. Für Sonntag denke ich schon, dass wir in den Top 5 stehen sollten, das ist auf jeden Fall das Ziel, Top 3. Pole wäre natürlich am allerbesten, aber ich glaube, dass es hier wieder im Tausendstelbereich abgehen wird. Man hat gestern und heute auch gesehen, dass die Abstände ja zwischen Platz 1 und Platz 7, 8 innerhalb von 3/10 liegt. Also das ist morgen im Qualifying ja nochmal enger. Da wirst du die ersten 20, 25 in 7, 8 Zehnteln haben. Und das ganze Feld wahrscheinlich einer Sekunde. Also wird nochmal ganz spannend. No,